Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich werde dich die Tage mitnehmen. Ich sitze gerade im Auto, weil ich fahre gerade noch in die Nachbarstadt. Ich habe noch einen Termin, den ich erledigen muss. Domi ist noch arbeiten, aber ich mache so ein bisschen Vorbereitungssachen schon, weil heute Abend, wenn Domi heimkommt, müssen wir unseren Koffer nämlich packen, weil wir nämlich morgen in Urlaub fahren bzw. fliegen. Ah, und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, wo wir denn letztendlich jetzt hingehen. Weil eigentlich wollten wir nach Madeira, aber das hat ja nicht geklappt. Also ich bin gespannt, was ihr ratet und ob jemand draufkommt. Eine Ewigkeit später. So, ich bin wieder zu Hause. Das war super nervig, der Termin. Ich sag's euch. Das hätte man in 20 Minuten erledigen können. Und der Mann hat mich zugelabert. Fucking 3 Stunden, Alter. Ich habe mir echt gedacht, ich verleb's nicht mehr. Richtig, richtig nervig einfach nur. Ich meine, ich bin immer offen für ein bisschen Smalltalk, Leute, wirklich. Aber manche Leute, die finden kein Ende mehr. Die finden einfach kein Ende mehr. Ah, das hat mich jetzt richtig viel Zeit gekostet, aber soll's. Ich habe jetzt auf den Schock, muss ich mir erstmal Kaffee geholt, ganz ehrlich. Chill mich damit jetzt hin und überlege, was ich zum Mittagessen mache. Muss ich mal überlegen. Und ja, später gehe ich noch ins Training. Und dann heute Abend, wenn ich heimkomme, packen wir zusammen Koffer. Ich habe da ein paar Sachen, die ich euch einfach zeigen möchte, weil ich es ganz interessant finde. Also ich hoffe zumindest, dass es für euch interessant ist. Weil gerade zum Beispiel das Thema mit den Tabletten, ne? Wenn ihr Magenbypass habt oder sowas und die tagesüberen Tabletten mitnehmen müsst, ist es halt echt schwierig. Ne? Flughafen und so, Tabletten, riesige Menge, huscht. Ja, ich zeige euch ein kleines bisschen Tipps und Tricks, die ich so rausgefunden habe aus meiner Community, die ich übernommen habe. Ich habe jetzt einfach Nudeln gekocht, schau mal. Die sind mit Salami, mit Paprika, mit Mozzarella und Milch als Soße. Die Nudeln sind 2 verschiedene, das sind einmal, sieht man hier so ein bisschen Unterschied, normale Nudeln und dann Dinkel-Vollkornnudeln, nee, Dinkelnudeln, keine Vollkornnudeln, Dinkelnudeln. Und genau, dann einfach ein bisschen Cheddar ist noch drin, ein bisschen Feta ist noch drin. Super uneffektiv, was die Eiweißbilanz angeht, Leute. Aber, jo, ich fahre halt in Urlaub, muss Zeug aufpassen, weil sonst geht's kaputt, das wäre schade. Fürs Training brauche ich zum einen mal die Sporttasche. Ich habe mir jetzt übrigens endlich mal online eine 2. bestellt, damit ich die hier nur noch fürs Fitness benutzen kann. Aber die ist leider noch nicht geliefert. Dann brauche ich natürlich meine Klamotten. Einmal Hose, einmal Anzug Kittel, einmal Sport-BH auf der Rückseite. Ein weißes T-Shirt brauche ich noch als Unterziehding, oder? Bist du da dabei? Ja, doch, ist dabei. Gut. Einmal T-Shirt, einmal Hose. Und dann brauche ich noch meine Notizzettelchen. Das ist ganz wichtig. Wir stecken nämlich aktuell in den Chio-I-Punkt-Kumite und in der Katabunkai-Vorbereitung. Einmal hier ein bisschen Bunkai-Kram von mir. Und dann habe ich mir hier so einen netten Notizzettel gemacht. Einmal meine Bunkai, die ich mache. Und einmal meine Chio-I-Punkt-Kumite. Ich weiß, ihr versteht kein Wort davon, aber jo, Karate halt, ne? Eine andere Frisur brauche ich noch, weil, ja, das ist zwar hübsch, aber nicht unbedingt sportgeeignet. Thank you.
sagen, wir haben hart trainiert, wir waren erfolgreich, wir haben uns nochmal final super gut vorbereitet für die Prüfung. Ich bin zufrieden. Es gibt immer so den einen oder anderen Punkt, wo man sagt, ah, das können wir noch und das können wir noch, aber dann wird man nie fertig. Ist einfach so, wir sind alle auch nur Menschen. Ich sag nur Hashtag not perfect, ja, ja. Aber wir haben es mir gegeben und ich fühle mich bereit für diese Prüfung, sowohl für meine eigene als auch als Partner für meinen Trainingspartner für seine Prüfung. So, auf geht's nach Hause, duschen. Dusche ruft eindeutig und dann geht's ans Kofferpacken, würde ich sagen. 8:01 Abend. So, Dusche ist fertig. Packen. Ich hoffe, dass ich nichts vergesse. Ich fange jetzt schon mal an. Domi kommt auch gleich nach Hause. Und der muss ein bisschen länger arbeiten. Ist aber nicht schlimm. Ich fange jetzt trotzdem einfach schon mal an, weil ja im Endeffekt muss ja eh jeder sein Zeug selber packen. Aber ich habe heute Mittag gegessen. Oft esse ich ja abends warm. So das Hauptessen. Mittagessen ist bei uns irgendwie immer so das Hauptessen. Völlig egal, ob das jetzt mittags um 12 Uhr oder um 18 Uhr oder um 22 Uhr ist. Aber das habe ich wirklich mittags gemacht heute, die Nudeln, aber irgendwie habe ich noch Hunger, so jetzt nach Sport und so, bevor ich da so wie mit hungrigem Magen ins Bett gehen würde und ich schlafen kann, ist auch nicht so gut. Ich mache mir, glaube ich, noch was zu essen, bevor ich packe. Ich habe eh noch Zeit, bis Domi kommt. Erstmal ein bisschen Wassermelone. Ich liebe Wassermelone einfach so hart, das glaubst du nicht. Dann ein bisschen Feta drauf. Da benutze ich immer den einen, den gibt es von, glaube ich, Salakis ist das. Der hat 25% weniger Salz. Das finde ich ganz geil, weil ich mag das extrem Salzige nicht so arg. Und ganz zum Schluss kommt noch ein bisschen Zimt drauf. Ich weiß, es klingt saukrank, Zimt mit Melone und vor allem Zimt mit Feta. Aber wirklich, probier es aus, schmeckt saugeil. Schreibt mir mal eure krankeste Lieblingskombination, was Essen angeht, in die Kommentare. Es gibt ja wirklich kranke Kombis, die viele Leute mögen. Ich bin auch so ein Mensch, ich liebe auch so Käse mit Marmelade und sowas, schmeckt voll geil. Und meine Oma, die isst immer Kässpätzle mit Marmelade und Kartoffelsalat mit Marmelade. Und die isst auch Hefewürfel und Butter pur. Das dazu. Mahlzeit. Das ist so geil. Muss ich wirklich ausprobieren. So eine kranke Kombi, aber schmeckt so gut. Alles hier habe ich jetzt mal gepackt und ich hoffe, dass das in meinen Koffer reinpasst und dass das die 20 Kilo nicht überschreitet. Ich habe da echt nicht ein wirklich krasses Gefühl dafür, weil ich noch nicht so oft auf Kilo gepackt habe. Ich zeige euch mal kurz, was ich dabei habe. Ich habe hier einmal in den normalen Koffer natürlich ausreichend Masken, dann hier Sonnencreme, Spülung, Deo und Shampoo. Dann habe ich hier meine Medikamente. Da habe ich aus der Community den Tipp bekommen, ich soll auf jeden Fall die Originalverpackungen mitnehmen, dass man nachweisen kann, was das ist. Da habe ich praktischerweise jetzt hier zweimal so 5er-Päckchen, das sind noch so Probepäckchen, Multivitamin, die sind noch original verpackt, Schilddrüse, falls ich irgendwie Schmerzen bekomme, Paracetamol und hier die Calciums. Ich habe bei den Calcium und bei denen habe ich jetzt quasi wirklich nur so viele drinne, die ausreichend sind plus eins, falls irgendwas schief geht und das Verspätung hätte oder sowas. Da, schaut, ich habe es einfach abgeschnitten. Ich habe wirklich nur das dabei, was ich halt brauche. Dann gibt es eigentlich keine Probleme. Und zusätzlich habe ich noch einen Medikamentenplan dabei. Kann helfen, wenn es Probleme gibt. Dann habe ich einmal ein Buch dabei, halt einfach zum Lesen auf dem Schiff und an den Seetagen. Zweimal Schlafanzug, dann hier meine Bauchtasche, weil wir ja diese Schluchtenwanderung machen. Dann habe ich hier ein paar schöne T-Shirts einfach eingepackt, mit denen ich einfach einen Tag verbringen kann. Ein kleines Ladekabel für die Cam hier. Das ist die schlechte
billige Action-Cam, die hat aber ein wasserdichtes Case. Deswegen habe ich die mal mitgenommen und ja, ist immer besser. Und für die GoPro habe ich hier mal meine Fahrradhaltung mitgenommen. Die traue ich mich irgendwie nicht so ganz ins Handgepäck zu nehmen, weil es halt echt so ein Eisenklotz ist, mit dem du echt jemand vermöbeln könntest. Und ich weiß ja nicht, was die mir auslegen. Deswegen, ja, lieber ins normale Gepäck. Brauche ich ja nicht unbedingt auf dem Flug. Dann habe ich hier meinen Bikini, einen Regencape. Hier habe ich ein paar Kleider, ein paar Unterziehhöschen für die Kleider, falls im Winter auf dem Schiff geht, sonst wird's peinlich. Strumpfhosen fürs Wandern, mein Käppi und halt einfach für die Seetage, fürs Schiff, meinen coolen Hut hier. Dann habe ich hier verschiedene Hosen, dreimal kurze Hose, zweimal lange Hose, zweimal Legging, zweimal Sportoutfit, weil es ja ein Fitnessstudio auf dem Schiff gibt, außerdem darf ich nicht zunehmen. Dann habe ich ein paar Socken für verschiedene, ja, wie sagt man, Zwecke zum Wandern, für schön, zum Chillen, wie auch immer, ne? Das gleiche gilt für die BHs. Da habe ich auch hier verschiedene BHs für verschiedene Zwecke halt einfach. Unterhosen. Wow, sind halt Unterhosen, ne? Und hier noch die specialigen Klamotten, die ich halt brauche. Ich habe hier meine Radhose mitgenommen, weil ich ja eine fucking 7 Stunden Radtour durch Athen mache und mein Arsch wahrscheinlich sonst stirbt auf dem Sattel, weil ich ja so ein normales Fahrrad leih mit einem normal schmalen Sattel und ich sag's euch, ich werde wahrscheinlich sterben. Und damit ich nicht ganz so sterbe, habe ich meine Radhose mitgenommen mit dem Polster. Dann meine Wanderhose, weil eben Schluchtenwanderung. Und zu guter Letzt, ja, eine Jacke halt, ne? Ah, Schuhe habe ich noch vergessen. Da habe ich zum einen Flipflops. Ich habe zwar richtig geile Flipflops von Crocs, aber die sind mir irgendwie zu schade zum aufs Schiff mitnehmen. Deswegen habe ich hier jetzt einfach solche billigen 1-Euro-Flipflops, wo es mir egal ist, wenn die weg sind. Dann habe ich meine Wanderschuhe, weil Schluchtenwanderung und einfach meine klassischen Barfußschuhe, mit denen ich halt nie im langen Tag rumrennen eigentlich. Ich bin jetzt mal optimistisch und versuch's mal in den kleinen Koffer reinzukriegen. Wahrscheinlich würde es nicht hinhauen, aber ich muss ja keinen Shoppingplatz lassen. Wisst ihr, Kreuzfahrt bedeutet ja, dass ich nicht shoppen gehe oder so. Und dann kann ich den Koffer wirklich bis zum letzten Millimeter zuquetschen und zustopfen, weil ich da mir keinen Platz aufheben muss. Challenge accepted, ich probier's! Ey, dann lass mal gucken, ob das mit dem Gewicht aber hinhaut, weil ich wette, das wäre so ein richtiger Fail. So. 90,5 mit Klamotten abends. Das heißt 90, 100, das heißt, darf maximal 110,5 wiegen, weil 20 Kilo darf ich. Also sag nur 110, weil ein bisschen Spielraum brauche ich ja noch. Ich weiß ja nicht, ob die Waage richtig geht. Ja. 103,4, das heißt, der wiegt knapp 14 Kilo. Das ist definitiv genug Spielraum. Geil, dann kann ich einen kleinen mitnehmen. Ha, wie geil! Handgepäck muss ich natürlich noch herrichten. Da mache ich es auch so, dass ganz klassisch ins Handgepäck das reinkommt, auf das ich auf keinen Fall verzichten kann. Die Tabletten übrigens auch, die habe ich jetzt vorhin beim normalen Gepäck gezeigt, weil ich es irgendwie gleich hergerichtet habe. Aber die kommen natürlich auch ins Handgepäck. Als Handgepäck habe ich mir gedacht, benutze ich einfach meinen Rucksack. Weil den kann ich natürlich auch für die Wanderung dann verwenden. Da brauche ich nämlich einen eigenen. Und dann habe ich den gleich mit und muss den nicht extra wieder als Tasche dann irgendwo anders reintun, sondern kann den einfach dafür verwenden. Ins Handgepäck, da kommt mein Reisepass. Da kommen nochmal Ersatzunterlagen, die wir doppelt quasi haben. Einfach damit alles, damit nichts schief geht. Wenn wir da irgendwas nicht dabei haben, dann fliegt die ganze Reise ins Wasser und geht den Bach runter. Deswegen bin ich da echt voll sicherheitsmäßig drauf und habe einfach alles doppelt dabei. Auch hier nochmal ein paar Masken einfach, weil wir natürlich erstmal den ganzen Tag lang die Maske tragen am Flughafen, Transfer und so weiter. Dann die Sachen, auf die ich auf keinen Fall verzichten kann. Shampoo, Handcreme, Deo, Sonnencreme und Zahnpasta. Alles schön in maximal 100 Milliliter Dinger und mit Zipbeutel, so wie man es halt eben machen muss. Kekse! Kekse für die Fahrt und bevor wir ins Sicherheitsbereich gehen, unser Frühstück für morgen, saugeil. Ja klar, Kameraequipment, ich habe meine GoPro dabei, hier ist ein bisschen so Ladekabel, Ersatzakku und Kram drinne. Dann habe ich noch Zopfgummis dabei, einfach weil, wenn eins reißt, ich hasse, dass mir mein Haar ins Gesicht fallen, es geht gar nicht, deswegen habe ich da immer extra welche dabei. Natürlich Geldbeutel, beim Geldbeutel kann ich euch den Tipp geben, ich habe wirklich nur dabei, was ich dabei haben muss. Bankkarte, Führerschein, Ausweis und Krankenversicherungsding. Übrigens, wenn ich gerade das so sehe,
Guck mal, wie scheiße mein Führerscheinfoto aussieht. Alter, das sieht echt kacke aus. Naja, was soll's. Okay, auf jeden Fall. Und dann halt nur Bargeld dabei haben. Ein bisschen was, was ihr halt braucht. Aber sonst die ganzen Karten, die ihr nicht braucht, alle raus. Weil man versucht ja immer, dass man es nicht verliert. Ich habe Gott sei Dank noch nie was verloren, liegen lassen oder so, wurde noch nie gestohlen oder so. Aber im Falle, dann habt ihr halt nicht alles dabei, sondern nur das, was ihr auf jeden Fall braucht. Und dann ist nicht alles weg. Genau, dann habe ich noch Kopfhörer, ganz wichtig. Klar, meine Tabletten habe ich euch ja schon gezeigt. Die habe ich alle in diese eine Packung jetzt reingeballert, damit es schön gesammelt ist. Dann habe ich hier mein Zeugs, was nicht Flüssigkeiten ist, aber Bartsachen sind. Sprich Kamm, Zahnbürste, Rasierer, solche Geschichten. Nee, stimmt gar nicht. Rasierer habe ich im Koffer. Aber, ach, warte mal, lass mal reingucken. Einfach schnell. Ich weiß selber nicht, was ich da eingepackt habe, ey. Nochmal ein Softgummi, Bürste. Ja, eigentlich nur Haarsachen und meine Zahnbürste. Genau, das sind so die wichtigen Dinge. Alles, was ja keine Flüssigkeit ist. Genau, dann habe ich, wie gesagt, meine Radhose, weil wir zwei Radtouren machen von den drei Landausflügen. Sind zwei Stück Radtouren. Und wenn ich die nicht habe, bin ich einfach aufgeschmissen. Deswegen tue ich die auf jeden Fall ins Handgepäck. Dann habe ich im Handgepäck noch meine beiden Brillen, also normale Brille und Sonnenbrille, damit ich die halt einfach dabei habe. Eine Jacke, die ich einfach rumbinde, das passt schon. Und das hier musste noch ins Handgepäck, weil es leider nicht mehr reingepasst hat in den Koffer. Und das ist auch sehr wichtig, weil ich als viel Rotpigmente und so weiter, ich bin im Arsch ohne Sonnenschutz, Leute. Jetzt habe ich alles fertig gepackt und ouch, ey. Hab ein kleines Kofferchen, Handgepäck bzw. Handgepäcksrucksack, wie auch immer. Meine Umhängetasche nehme ich natürlich noch mit als Mini-Mini-Mini-Handtasche, die ich mir einfach am Mann behalte, wo dann einfach auch die allerwichtigsten Sachen drin sind, die ich einfach auch nicht irgendwo anders reintun will. Und ja, dann kann es losgehen, würde ich sagen. Domi packt seine Sachen nachher noch. Der hat mir vorhin geschrieben, der kommt jetzt nach Hause, ist gerade auf dem Weg. Und ja, ich bin super gespannt, ob ihr raten könnt, wo wir hingehen letztendlich. Wie gesagt, Madeira wird es ja nicht, weil es ja leider Virus-Mutationsgebiet geworden ist oder Virus-Variantengebiet, irgendwie sowas. Die komische Delta-Variante halt einfach, ihr wisst Bescheid. Und ja, was soll ich sagen? Ein paar von euch, mit denen ich Privatkontakt habe, die wissen natürlich, wo es hingeht. Die würde ich natürlich bitten, wenn ihr das schon wisst, weil ich euch das verraten habe, dann seid so gut und spoilert es nicht in die Kommentare und lasst die anderen ein bisschen raten. Dann müssen wir ein bisschen auf die Folter spannen. Ich bin super gespannt, ob es jemand errät. Und ja, dann im nächsten Vlog geht es dann natürlich in Urlaub. Wir sehen uns.